Doing, doing, doing. Es war Samstagnachmittag. Über dem Veilchenweg brauten sich dunkle Wolken zusammen. Bald würde es ein Gewitter geben. Anthony war das egal. Er spielte auf der Straße vor Miss Cornfields Haus Fußball. Wenn Anthony Fußball spielte, dann sah er nichts um sich herum. Er sah weder seine Klassenkameraden, die in Miss Cornfields Garten strömten, er sah auch nicht den schwarzen Kater, der auf der Gartenmauer darauf wartete, dass sich Helene von ihrer Mutter verabschiedete. Und schon gar nicht sah Anthony den Gartenzwerg mit roter Mütze am Ende der Garagenauffahrt. Doing! Mit voller Wucht donnerte Anthony den Ball gegen das Garagentor des Nachbargrundstücks. Aufhören! wimmerte der Kater, der Karajan hieß. Mein Trommelfell platzt! Leander, Henrys Leopard, stolzierte vorbei. Na, dann komm doch mit in den Garten! Karian drehte genervt den Kopf zur Seite. Von Leander ließ er sich gar nichts sagen. Was machte Helene bloß so lange? Die ganze Klasse traf sich heute im Garten ihrer Lehrerin, um das Geburtstagsfest für Mortimer Morrison, den Inhaber der magischen Zuhandlung, vorzubereiten. Die Kinder und die magischen Tiere mochten ihn alle sehr. Ohne Mr Morrison hätten die Kinder keine magischen Freunde. Die magischen Tiere hätten keine menschlichen Gefährten und es gäbe keine fantastischen Abenteuer. Mr Morrison reiste mit seinem Omnibus um die Welt, um magische Tiere für seine Zuhandlung einzusammeln. Murphy, der Eisbär, wohnte dort, Ashanti, die Schlange, die zwölf Erdmännchen, die Vogelspinne, Agent Y und viele mehr. Einige fanden ein neues Zuhause bei einem Kind aus Miss Cornfields Klasse. Magische Tiere verstanden die Menschensprache. Sie konnten sich miteinander unterhalten, mit Mr. Morrison und mit ihren menschlichen Gefährten. Fledermaus Eugenia zwitscherte. Ohne Mortimer wäre ich niemals rich bei Eddie, dann wäre ich noch in meiner Burgruine und würde den ganzen Tag rich weinen. Eddie streichelte die kleine Fledermaus, die aus seinem Pulloverärmel linste.